Herzlich willkommen. Wir begrüßen Dr. Britta Hölzel bei uns. Sie ist Psychologin, Achtsamkeitstrainerin und Neurowissenschaftlerin und wird uns heute in die spannende Welt der Achtsamkeit entführen. Liebe Frau Dr. Hölzel, wollen Sie uns zu Beginn ein wenig beschreiben, was sich hinter diesem Begriff der Achtsamkeit verbirgt? Gerne. Ja, Achtsamkeit bedeutet, ganz präsent zu sein, wirklich bewusst zu sein für das, was in diesem Moment gerade erfahrbar ist. Das ist dieser eine Aspekt, also im gegenwärtigen Moment präsent. Und der andere Aspekt an der Achtsamkeit ist die innere Haltung. Und die zeichnet sich aus durch eine Offenheit, eine Freundlichkeit, eine Neugierde dem gegenüber, was passiert. Also nicht gleich in einen vor schnelles Verurteilen zu gehen dessen, was man erlebt, sondern mit Offenheit dem Moment begegnen, würde ich sagen. Was hat Sie dazu bewogen, in diesem Bereich zu forschen, sich so intensiv damit zu befassen? Das kam aus meinem persönlichen Interesse und meiner persönlichen Erfahrung damit heraus. Ich habe erfahren dürfen, wie gut es tut, wie gut es einfach als Praxis tut, die Meditation, die Achtsamkeitsmeditation, auch das Yoga. Und ich habe es als so wertvoll empfunden, dass ich so im Kontakt damit gekommen bin, zu sehen, was es für einen Effekt auf mich hat, was es mein Wohlbefinden, wie es mein Wohlbefinden fördern kann. Und ich hatte auch das Gefühl, es ist eigentlich für mich, ist es wie die einzige Art, die Sinn macht. So, am Leben teilzuhaben. Worum geht es hier im Leben, wenn nicht darum, präsent dabei zu sein und auch wertschätzend das Leben erfahren zu dürfen? Und das habe ich als so wertvolle Haltung erfahren und habe gleichzeitig im Psychologiestudium, dann bin ich nie damit in Kontakt gekommen, mit dieser Praxis auch selbst in sich hineinzuschauen und so den eigenen Geist kennenzulernen. Und da habe ich gedacht, das macht doch Sinn, da Forschung dazu zu machen. Dann wird es vielleicht auch zugänglicher und vielleicht auch einfach in der Psychologie nochmal anders wahrgenommen. Ja, Sie sprechen die Forschung zum Thema Achtsamkeit an. Sie haben ja selber auch zu diesem Thema ganz intensiv geforscht. Wie würden Sie die Prozesse im Gehirn beschreiben, die ablaufen, wenn man die Achtsamkeitspraxis in sein Leben holen möchte? Ja, das ist eine schwierige Frage, denn das ist natürlich ein unglaublich komplexer Prozess. Mhm. Gehirnprozesse sind ja sowieso schon so unglaublich komplex und Achtsamkeit ist dann eine sehr subtile und individuelle Sache, wenn wir ins Gehirn schauen. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, das zu benennen. Aber wir haben doch geguckt, wie verändern sich Gehirne, wenn Menschen beginnen zu meditieren, Achtsamkeitsmeditation zu praktizieren. Und haben uns da auf der einen Seite angeschaut, wie sich die Struktur des Gehirns verändert und auf der anderen Seite geschaut, wie sich die Funktionsfähigkeiten im Gehirn verändern. Mhm. Und wir finden Veränderungen in beiden Maßen. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass sich der Hippocampus, also eine Region, die für Lernen, Gedächtnisprozesse zuständig ist, verdichtet in der grauen Substanz mit 8 Wochen Achtsamkeitspraxis. Das ist also inzwischen mehrfach auch gezeigt worden. Andere strukturelle Veränderungen, auch je nachdem, auch was man trainiert. Also es gibt ja auch da noch unterschiedlichste Nuancen, was man in den Vordergrund rücken kann in der Praxis. Und dementsprechend finden wir auch unterschiedliche Veränderungen. In den Aktivierungsmustern sehen wir häufig gerade Veränderungen auch so in Aufmerksamkeitsregionen, in Regionen, die zuständig sind für die Stress- und Gefühlsregulation, auch so Perspektivübernahme, Vorgänge verändern sich. Das sind so die Veränderungen zum Beispiel, die wir beobachten konnten. Weiß man da auch schon etwas über die Langfristigkeit dieser Veränderungen? Also wenn ich das 8 Wochen trainiert habe, das finde ich jetzt erstaunlich, dass ich nach so einer kurzen Zeit Veränderung sehe im Gehirn. Mhm. Wenn ich das jetzt nicht weiterführe, wie lange bleibt das etwa? Weiß man da etwas dazu? Es gibt ganz wenig Studien, die sich das im Verlauf angeschaut haben. Wir gehen aber davon aus, dass das so schnell wie es kommen kann, kann es auch wieder gehen. Also das heißt, das Gehirn ist ja sehr plastisch, verändert sich schnell.
Und das ist aber so ein Prinzip von use it or lose it. Also wenn man das weiter praktiziert und aufrechterhält, dann wird es auch im Gehirn unterstützt werden, ist die Vermutung. Und wenn man das nicht tut, dann verändern sich eben die Prozesse auch wieder. Alles, was wir tun, hat ja in einer gewissen Weise auch wieder einen Effekt aufs Gehirn in der einen oder anderen Richtung. Mhm. Aber wir sehen schon in den Trainings auch, dass es schon, wenn man das ernsthaft praktiziert, auch gut längerfristige Effekte haben kann. Einfach, weil es leichter wird, es in den Alltag zu integrieren und Achtsamkeitspraxis ja was ist, was man mit in den Alltag nimmt. Und wenn diese Integration gelingt, dann werden sich vermutlich natürlich auch im Gehirn diese Prozesse aufrechterhalten lassen. Für wen würden Sie sagen, ist Achtsamkeit besonders geeignet und gibt es vielleicht auch Menschen, die dort vorsichtig sein sollten? Also grundsätzlich würde ich erstmal vorab sagen, das ist praktisch für jeden gut geeignet. Weil es ja darum geht, wirklich bewusst und präsent im Moment zu sein. Und dann gibt es natürlich aber Fälle, für die man sagen muss, da ist aber angebracht, dass man mit einer ganz besonderen intensiven Begleitung auch daran geht. Das sind zum Beispiel Erkrankungen wie so posttraumatische Belastungsstörungen, also wenn Menschen Traumaerfahrungen gemacht haben, bei Psychosen, manchmal auch bei akuten Depressionen, dass man sagt, dass zumindest das sollte es in einem spezifischen Kurs begleitet werden. Aber auch bei diesen Erkrankungsbildern ist es so, dass wir gute Effekte sehen. Das Entscheidende ist nur, dass man dann eben therapeutisch rangeht und das in wirklich individuell abgestimmten Häppchen darbietet, mit ganz viel Rückmeldung, mit ganz viel Absicherung. Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel als mit einer Trauma-Vorgeschichte so eine Achtsamkeitspraxis öffnet, dann kann das auch passieren, dass da manchmal Gefühle hochkommen und Erfahrungen wieder erlebt werden, mit denen man vielleicht noch nicht sinnvoll umgegangen ist. Das ist zu beachten. Aber ansonsten, also wenn das beachtet wird, dann können wirklich viele Menschen gut davon profitieren. Vielleicht vorsichtig sollte man auch sein bei so Panikerkrankungen oder so. Da kann kommt es immer auch darauf an, welche Übungen dann gemacht werden. So, die Frage nach der besonderen Indikation, da ist natürlich auch ein Gedanke, weil Sie gesagt haben, der Hippocampus, die Aufmerksamkeitslenkung wird verbessert. Also ob das ein Weg ist für Kinder mit Lernschwierigkeiten, mit einer ADHS, sich besser zu fokussieren, sich vermehrt auf das Lernen einzulassen. Mhm. Ja, da gibt es ja auch schon ein paar Studien und auch Programme in die Richtung oder Menschen, die damit arbeiten und ganz gut, von ganz guten Erfahrungen auch berichten. Ich weiß jetzt von einer ganz neuen Studie, das sind nicht Kinder mit Lernschwierigkeiten gewesen, aber Kinder in Schule, einfach eine Studie, die gemacht worden ist, gerade ganz neu rausgekommen in Boston, wo sie sich auch die Aufmerksamkeitsleistung angeschaut haben und festgestellt haben, dass also da ein Achtsamkeitstraining, wenn das über 8 Wochen angeboten wird, 4-mal in der Woche, haben die so eine Stunde trainiert und haben gute Ergebnisse gezeigt auf die Sustained Attention, also auf das Aufrechterhalten von Aufmerksamkeit, haben auch gleichzeitig gefunden, dass entsprechende Veränderungen im Gehirn passieren, also dass man Hirnaktivierungsmuster erkennt, dass jetzt Regionen im Default-Mode-Netzwerk und im exekutiven Netzwerk stärker antikorreliert sind. Also da gibt es Hinweise, dass das für Kinder sehr sinnvoll sein kann. Es gibt ja auch Studien für ADHD-Patienten, wo man auch schon gute Effekte sieht und auch entsprechende Veränderungen im Gehirn, die Sinn machen. Mhm. Angenommen, ich möchte jetzt so einen ersten Schritt gehen in Richtung achtsameres Leben, mir diese Praxis in meinen Alltag holen. Was könnte so ein konkreter erster Schritt sein? Wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich immer super, einen Kurs zu machen, also auch in der Gruppe zusammenzukommen, mit einem Lehrer einzusteigen, intensiver mit jemandem, der viel Erfahrung damit hat und einen auch so über die ersten Hürden hinweg helfen kann. Denn es gibt schon auch ja immer wieder Phasen, wo man vielleicht denkt, das klappt nicht oder der Geist wandert nur davon oder so. Und dann ist es schön, wenn man Unterstützung hat und auch in der Gruppe sich austauschen kann über solche Erfahrungen.
Aber wenn das nicht geht, dann gibt es ja inzwischen wirklich eine Fülle an Angeboten, auch digitalen Angeboten. Es gibt ganz viele kostenfreie Meditationen auch im Internet und man kann sich da einfach mal anschauen, auch was einen persönlich anspricht. Das ist ja sehr individuell verschieden, welche Stimme man auch zum Beispiel angenehm findet in den Anleitungen. Also so angeleitete Meditationen kann man da gut mal ausprobieren. Es ist ja die Achtsamkeit vor allem durch das MBSR-Programm nach Jon Kabat-Zinn sehr stark in Europa auch bekannt geworden. Wir sehen das in Deutschland, aber auch in der Schweiz, dass das ja auch häufig zur Selbstoptimierung eingesetzt wird. Also dass viele Menschen sagen, ich bekomme das über meine Arbeit mit oder ich möchte das machen, damit ich besser mit Stress umgehen kann, dass ich im Beruf vielleicht auch erfolgreicher werde, ruhiger bleiben kann. Wie sehen Sie diese Entwicklung der Achtsamkeit als Trend sozusagen? Grundsätzlich finde ich das toll, dass das so breiten Einzug genommen hat. Und natürlich gehen da auch immer schwierige Aspekte mit einher, mit denen muss man sich halt auseinandersetzen oder auch die Augen dafür öffnen. Aber ich glaube, es kann so viel Gutes bringen. Stress ist einfach eine ganz große Schwierigkeit in unserer Zeit. Und da selber selbstbestimmt auch was gegen unternehmen zu können, auch gegen Schwierigkeiten vielleicht mit Gefühlsbefindlichkeiten oder so, da selber Werkzeug an die Hand zu bekommen, um anders und bewusster mit den eigenen Schwierigkeiten, mit den Schwierigkeiten im eigenen Leben umzugehen, das finde ich einfach ganz, ganz wertvoll. Und es wird häufig angesprochen, ob das kritisch zu sehen ist, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern solche Programme anbieten, ob das wie ein noch mehr Ausbeute oder jetzt holen wir noch mehr aus den Leuten raus ist. Ja. Ich sehe da auch so in den Kursen, die ich in Unternehmen anbiete, überwiegen die positiven Effekte absolut. Die Leute lernen, ihre Grenzen auch besser zu spüren und besser für sich einzustehen. Also erstmal zu erkennen, wann ist es zu viel, wann brauche ich Pausen, wann kann der Körper auch nicht mehr. Und lernen, klarere Grenzen zu setzen auch. Und das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Veränderung. Und auch die Motivationen der Unternehmen, ihren Mitarbeitern solche Kurse anzubieten, nehme ich wirklich ganz überwiegend als sehr positive Motivationen wahr. Also das sind häufig Menschen, die selber für sich erfahren haben, wie gut es tun kann, wie viel es auch freier, einen selber freier macht, das Leben freier zu leben und zu gestalten, was sie ihren Mitarbeitern oder ihren Kollegen auch zukommen lassen wollen. Also ich sehe das ganz überwiegend positiv. Und ich glaube, mit diesen anderen Herausforderungen muss man einfach umgehen, dass man das immer wieder kritisch hinterfragt, auch wo fangen wir dann an, uns zu sehr auszubeuten oder wo geht es immer noch um eine weitere Verbesserung oder Optimierung meiner selbst. Und das ist natürlich was man auch so einfach immer wieder in die Praxis mit reinnehmen sollte als kritische Frage. Und dann hat man aber das Werkzeug zu erkennen, wann diese kleinen Motivationen, die man ja auch immer so mit sich hat, wann die wieder reinkommen und zu überprüfen, ob die wirklich gut für einen sind oder nicht. Finde ich noch einen wichtigen Punkt, dass man jetzt nicht glaubt, ich mache das Achtsamkeitstraining einfach, um besser Stress auszuhalten, oder, sondern wirklich auch, um den besser wahrzunehmen und dann auch schneller Stopp sagen zu können, mich abgrenzen zu können. Genau, ja, genau. Und das ist ja ein ganz großer Effekt der Praxis. Auch dieses in mich reinspüren, auch den Körper wahrnehmen, das ist ja für uns in unserer Gesellschaft auch gar nicht so selbstverständlich, dass wir ein Körperbewusstsein haben, auch spüren, wie es uns geht und wann es zu viel ist. Und das ist in den gängigen Achtsamkeitstrainings im MBSR zum Beispiel ja ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass wir mit dem Bodyscan oder auch mit anderen Übungen immer wieder in den Körper spüren und so diese Verbindung schaffen, so merken, dass wir ein ganzes System sind, dass wir einfach auch mit Körper hier in dieser Welt sind und der uns ganz wertvolle Informationen auch geben kann und auch ein angenehmes Zuhause sein kann, wenn wir wissen, wie wir damit auch in einem guten Kontakt sein können. Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Selbstmitgefühl und dort ist Achtsamkeit eigentlich so eine Grundlage, aber es geht dann darüber hinaus. Können Sie dazu noch zwei, drei Worte sagen? Also ich nehme es immer als, das sind so wie
so sprechen auch viele Lehrer, sind eigentlich so die zwei Aspekte, die gar nicht ohne einander können. Auch die Achtsamkeit kann eigentlich nicht ohne, oder nicht eigentlich, sondern die Achtsamkeit beinhaltet diese Haltung des Selbstmitgefühls. Wenn man nicht mit einer freundlichen, liebevollen Haltung in Kontakt geht mit den Erfahrungen, dann ist das nicht Achtsamkeit, also dann ist da grundlegend was verkehrt dran. Denn Achtsamkeit kommt ja auch mit einer ethischen Haltung, mit dem das Gute wollend einher. Also das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Achtsamkeit. Und es ist wertvoll, dass es Kurse gibt oder auch Trainings gibt, die das Selbstmitgefühl dann ganz spezifisch in den Mittelpunkt rücken. Gerade für Menschen, wo man das Gefühl hat, das ist vielleicht was ich in mir selber noch stärken möchte oder so. Wichtig zu wissen, es gibt einfach wirklich spezifisch Trainings auch in Selbstmitgefühl mit Meditationen, wo man das noch wirklich auch vertiefen kann für sich und in den Mittelpunkt rücken kann. Aber ich würde es als gar nicht getrennt wahrnehmen wollen. So diese offene, freundliche, liebevolle Haltung sich selber gegenüber, aber auch der Umwelt, die man wahrnimmt um sich herum. Genau, und dann ist so ein häufiger Kritikpunkt das Selbstmitgefühl, dass das sowas wie so eine Nabelschau oder egoistisch wäre oder so. Und da ist es eben ganz wichtig zu betonen, das ist es überhaupt nicht, sondern das ist wie die Grundlage. Also wenn ich mit mir selber innerlich auch liebevoll umgehen kann und unterstützend, dann ist das die Grundlage dafür, mich in die Welt auch mit der gleichen Freundlichkeit und mit der gleichen liebevollen Haltung zu begegnen. Und das sehen wir auch in den Studien, das geht ganz eng miteinander einher. Also wenn ich mit mir selber liebevoll und mitfühlend umgehen kann, dann hilft mir das auch ins Außen freundlicher zu gehen. Also es hat nichts damit zu tun, egoistisch in mir selber hängen zu bleiben oder so, sondern ganz im Gegenteil. Und es ist auch in unserer Gesellschaft und so wie wir typischerweise so erzogen sind, nicht selbstverständlich, freundlich innerlich mit uns umzugehen. Also wenn man sich so umhört, dann ist das doch ganz weit verbreitet, dass viele Menschen so sehr kritische innere Stimmen haben. Dass wir, wenn uns irgendwas schief geht oder so, dass wir uns innerlich dafür tadeln. Dass wir uns innerlich dafür tadeln und sagen, Mensch, wie konnte das passieren? Was hast du nur gemacht? Und Selbstmitgefühl bedeutet dann, dass wir lernen, andere und eben freundliche, unterstützende innere Stimmen auch zu haben. Mit uns selbst innerlich so liebevoll umzugehen, wie wir das oft mit guten Freunden oder so ganz selbstverständlich tun. Und dazu merken, auch das können wir eben auch für uns selber und mit uns selber so üben, auch wenn das vielleicht nicht selbstverständlich kommt. Jetzt sind Sie ja Mama geworden. Mhm. Wie schätzen Sie das ein, auch im Umgang mit Kindern, so dieses Thema Achtsamkeit? Glauben Sie, Sie werden das weitergeben auch ans eigene Kind oder wird das etwas ganz Natürliches sein? Haben Sie da schon Gedanken dazu? Oder? Das ist eine gute Frage, ja. Und ist natürlich eine Frage, die mich im Moment besonders beschäftigt. Also ich habe zwei Kinder. Ja, schon. Und ich glaube, es kommt sehr aufs Kind an, ist jetzt schon mein Gefühl. Wo ich hoffe, dass es einfach selbstverständlich sich ein Stück weit weiterträgt, ist, wenn ich mich bemühe, in meiner eigenen Achtsamkeit zu bleiben. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, was wir für die Kinder auch tun können, dass wir für uns schauen, dass wir in dieser Haltung und in diesem guten Kontakt mit uns als Grundlage auch wieder sind. Das ist, glaube ich, der viel wichtigere Schritt, als dann das Kind hinzusetzen, zu sagen, so, jetzt meditierst du auch mal. Also da stoße ich an Grenzen, muss ich ehrlich zugeben, bei meinen Kleinen noch. Das muss aber dann auch, also das ist ja auch, es muss andere Wege finden. Also ich glaube, Achtsamkeit bedeutet dann auch einfach, wie wir uns draußen den Käfer anschauen. Oder wie wir das schaffen, morgens auch in einem gehetzten Weg zur Schule trotzdem noch irgendwie die Nerven zu behalten. Also ich glaube, es drückt sich einfach in so vielen Situationen im Alltag so viel wesentlicher aus,
Und da will ich überhaupt nicht behaupten, dass mir das gelingt. Also ich glaube, Mutter sein, ich habe nicht geglaubt, dass das eine solche Herausforderung sein könnte. Und es ist einfach ein dauerndes Wiederausprobieren und immer wieder gucken, so hat es nicht funktioniert, dann probieren wir es nochmal anders und schauen wir, ob wir es irgendwie anders hinkriegen. Und da dran zu bleiben und nicht zu resignieren, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und dann finden sich ja auch diese Momente. Und wenn man die dann mit einer Dankbarkeit aufgreifen kann, also wenn so diese ganz natürlichen, achtsamen Momente, auch wenn wir ja dankbar einfach dafür wertschätzend sein können, dass die da sind, dann glaube ich, trägt das schon auch ein Stück weiter. Naja, aber ich werde bei Ihnen auch nochmal nachlesen, wie, was da vielleicht noch helfen kann. Auch im Umgang mit den Schwierigkeiten, die jetzt so auftauchen in der Schule und so. Wunderbar. Also ganz lieben Dank, Frau Hölzl. Es war spannend, Ihnen zuzuhören, das alles zu erfahren. Was ist Achtsamkeit? Was macht sie in unserem Gehirn oder wie verändert sich unser Gehirn im Zuge der Übung? Wer möchte, findet unten in der Verlinkung auch noch ganz konkrete Übungen von Ihnen, also wo man das selbst ein bisschen trainieren kann und erste Erfahrungen damit sammeln kann.